Wir haben hier das 8. Fachforum Schwein in der Kloppenburger Münsterlandhalle. Und als Landwirtschaftskammer ist es für uns das 8. Mal, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen. Sie sehen im Hintergrund einige Betriebe, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen, sowohl Futtermittelunternehmen, Zuchtunternehmen, sonstige Unternehmen, die im vor- und nachgelagerten Bereich tätig sind. Und unser Ziel ist es, den aktuellen Wissensstand, wie die Tierhaltung im Bereich Schwein sich im Moment auf dem Weg befindet, den Landwirten und allen Interessierten nahezubringen. Es ist ja so, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion zurzeit führen, wie die Tierhaltung sich darstellen soll. Wir führen Diskussionen im Bereich Tierschutz, wir führen Diskussionen im Bereich Nährstoffanfall innerhalb der Tierhaltung, speziell hier beim Schwein. Wir führen Diskussionen in den Bereichen Verbraucherschutz. Und unsere Aufgabe als Landwirtschaftskammer ist es, mögliche effiziente Wege aufzuzeigen, wie wir uns im Bereich Tierschutz, Haltungsverfahren aufstellen können. Unsere Aufgabe als Landwirtschaftskammer sehen wir aber auch darin, wie wir im Bereich Nährstoffmanagement im Hinblick auf effiziente Methoden in der Nährstoffgewinnung, in der Fütterung auch auf den Weg bleiben können und bringen können und die Landwirte in dieser Art und Weise auch beraten können. So reden wir im Bereich Nährstoffe über Rohprotein und stickstoffreduzierte Fütterungssysteme. Die hat es immer schon gegeben, aber es gibt durchaus noch Möglichkeit, diese auch zu verbessern und zu optimieren, sodass wir zu noch effizienteren Möglichkeiten der Stickstoff- und phosphorreduzierten Fütterung kommen. Im Bereich der Tierhaltung reden wir darüber, wie neue Haltungsverfahren, die die Gesellschaft von uns fordert, es wird gesprochen in der landwirtschaftlichen Praxis über Gruppenhaltung bei Sauen, es wird über Veränderungen im Hinblick auf die Sauenhaltung, was das Kastenstandurteil angeht, geredet. Und es wird auch die Abferkelung kritisch diskutiert. Und hier haben wir im Bereich Venen eine Möglichkeit, die Dinge mit der Wissenschaft zusammen anzupacken und zu hinterfragen, Lösungen zu suchen, wie können wir diesem gesellschaftlichen Anspruch Rechnung tragen. Dementsprechend gibt es auch heute eine erste Vorstellung der Ergebnisse. Wir sind dort mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen unterwegs und seit geraumer Zeit unterwegs, sodass wir heute erste Ergebnisse vorstellen können, wie die Leistungszahlen der Tiere sich vor dem Hintergrund neuerer Haltungsverfahren, in denen die Sau mehr Platz hat, entwickeln können. Wir sind aber auch im Hinblick auf die Ethologie des Tieres unterwegs, inwieweit sind diese Haltungsverfahren auch unterschiedlich zu betrachten von unserem bisherigen und inwieweit ist das Tierverhalten dann ein anderes und inwieweit können wir durch die Optimierung der Haltungssysteme, indem wir auf das Tierverhalten zugehen, noch geringere Verluste erzielen. Auch dort ist es Aufgabe der Landwirtschaftskammer, probate Systeme mitzuentwickeln, sodass die praktische Landwirtschaft dann Haltungssysteme bekommt, die den gesellschaftlichen Diskussionen Rechnung trägt. Darüber hinaus haben wir ja unsere überbetriebliche Ausbildungsstätte in Echem. Dort haben wir eine Möglichkeit, junge Landwirte an die Tierhaltung heranzuführen. Im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung Rind und Schwein muss jeder, der sich in der Ausbildung befindet, jeweils eine Woche in dieser Organisation sich aufhalten und hat die Möglichkeit, dann Fachwissen zu erlangen. Und auch dort haben wir, was die neueren Diskussionen über die Tierhaltung angeht, spezielle Formen der Tierhaltung, wo dem Tier mehr Raum gegeben wird und wo auf diese Anforderungen, die die Gesellschaft im Moment diskutiert, auch zugegangen wird. Dort für die allgemeine Ausbildung, hier im Weser-Ems-Bereich in Venen-Oldenburg, betreiben wir das Gleiche mit dem wissenschaftlichen Anspruch. Ein dritter Punkt ist die Lebensmittelsicherheit. Die Landwirtschaftskammer befindet sich ja im engen Kontakt auch mit der Praxis und dort geht es um Schlachtbefunddaten. Schlachtbefunddaten der Tiere, die zum Schlachten gegeben werden. Und diese sind dann vorhanden und müssen ausgewertet werden. Und wir können anhand der Schlachtbefunddaten auch Auskünfte
bekommen, Informationen bekommen im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit und auf die Haltung allgemein. Und das wäre der große dritte Teil der heutigen Vortragsveranstaltung, wo wir dort einmal einen Überblick geben können über die Informationen, die uns die Schlachtbefunddaten im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit geben können. Das Ganze trägt vor ein Tierarzt, der in der Praxis sehr stark verwurzelt ist und diese Dinge auch auswerten kann. Der allgemeine Betrachter hat selbstverständlich die Möglichkeit, sich heute zu informieren. Die vielen Fachfirmen bieten Informationen an. Ich bin auch sehr dankbar, dass diese Firmen sich wiederholt auch bereit erklären, dann dieses Fachforum zu besuchen und ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Es sind aber nicht nur Fachfirmen da, es ist auch Wissenschaft hier heute zugegen und es ist die Landwirtschaftskammer da. Und so ergibt sich heute ein fruchtbarer Dialog zwischen praktischer Landwirtschaft, Firmen, die für die Landwirtschaft im vor- und nachgelagerten Bereich eine große Rolle spielen, zwischen Wissenschaft und Landwirtschaftskammer. Und so ist es unsere aller Aufgabe, mit diesem Fachwissen nach neuen Wegen und effizienten Wegen zu suchen, wie die Landwirtschaft, speziell die Veredelung, sich in Zukunft darstellen wird. Am Schweinemarkt haben wir ja in den letzten Wochen einen ziemlich dramatischen Verfall der Preise gesehen durch einen starken Druck seitens der Schlachtunternehmen und auch dadurch, dass einfach das Angebot doch vor dem Hintergrund gut ausreichend war. Heute jetzt pünktlich zum Fachforum Schwein haben wir eine deutlich positive Entwicklung, sodass wir hier den Vorteil haben, dass die Schweinemengen jetzt kaum noch ausreichend sind und die Nachfrage sehr rege geworden ist. Deswegen werden die Schweinepreise heute wahrscheinlich zwischen 4 und 7 Cent irgendwo steigen. Wir sind heute hier in Kloppenburg in der Münsterlandhalle und veranstalten das 8. Fachforum Schwein. Diese Veranstaltung hat schon eine lange Tradition. Und wir stellen jedes Jahr fest, dass wir zahlreiche Besucher aus nah und fern hierher bekommen. Warum in Kloppenburg? Wir haben hier eine sehr intensive Tierhaltung und natürlich auch Schweinehaltung. Und hier ist der Bedarf an neuen Informationen besonders groß. Und wir versuchen, die aktuellen Themen in der Tierhaltung aufzugreifen und für die Beratung vorzubereiten. Und so haben wir heute auch wieder ein, meinen wir, sehr interessantes Programm zusammengestellt. Wir beschäftigen uns im ersten Block des heutigen Tages mit den Nährstoffen. Wir haben die neue Düngeverordnung und die Reduzierung von Stickstoff und Phosphor ist ein wichtiges Thema, das wir bearbeiten müssen. Dazu haben wir etliche Fütterungsversuche durchgeführt und können daraus heute Ableitungen tätigen und den Landwirten Empfehlungen aussprechen, wie sie mit einem minimalen Einsatz an Stickstoff und Phosphor im Futter auch noch optimale Ergebnisse erzielen. Und das, was die Tiere ausscheiden, muss dann ja auch verwertet werden. Dafür steht heute ein Vortrag von Herrn Techno auf der Tagesordnung, der sich mit den Verwertungsmöglichkeiten von Gülle beschäftigt. Wir sind hier in einer Überschussregion. Wir müssen die Gülle auch in andere Regionen, wo sie dringend als organischer Dünger benötigt wird, transportieren. Dazu wird er Möglichkeiten aufzeigen, vor allen Dingen, wie man das Wasser aus der Gülle herausbekommt und hier dann entsprechend eingedickte Güllemengen in andere Ackerbauregionen transportieren. Im zweiten Block kommen wir zu unserem aktuellsten Thema, nämlich dem Projekt InnoPick. Dort geht es um neue Haltungsverfahren im Bereich der Ferkelerzeugung, insbesondere im Abferkelbereich. Wir haben heute die Diskussion um das freie Abferkeln. Wir haben diese Anlagen in Venen, in unserer Versuchsstation für Schweine eingebaut.
und in einem großen Verbundprojekt mit Universitäten, mit der Wirtschaft erprobt und können heute die ersten Ergebnisse vorstellen, die durchaus auch zu Diskussionen anregen. Insbesondere das Thema der Ferkelverluste ist besonders bedeutsam. Dazu wird Herr Dr. Janssen heute seine Ausführungen machen. Im Projekt InnoPIC ist auch die Tierärztliche Hochschule eingebunden und Frau Professor Kemper hat die wissenschaftliche Begleitung durchgeführt. Sie wird etwas zum Tierverhalten und auch letztendlich zur Gesundheit der Tiere sagen. Im dritten und letzten Block steht dann das Thema der Befunddaten auf der Tagesordnung. Sie wissen alle, dass wir heute die Möglichkeit haben, sowohl Daten der Schlachttiere als auch der Tiere im Lebensbeschau zu bekommen. Diese Daten geben wertvolle Hinweise über die Haltung der Tiere, über das, was vorher passiert ist. Und sie geben auch hervorragende Möglichkeiten, um über die Beratung den Betrieben Hilfestellung zu liefern. Dazu wird Herr Dr. Delbeck seinen Vortrag halten. Und als praktischer Landwirt berichtet Herr Stratmann aus Büren über seine Erfahrungen, die er mit den Befunddaten gesammelt hat. Alles in allem, denken wir, ist das heute ein runder Tag. Und wir haben eingeladen, wir erwarten heute rundweg 1500 Besucher aus nah und fern. Wir haben natürlich die Region hier, die sich schwer beteiligt, aber eben auch aus dem westfälischen Bereich sind etliche Besucher bereits angereist. Und wir sind besonders froh darüber, dass wir eine Vernetzung mit der Wirtschaft haben. Wir haben hier in der Halle 80 Unternehmen aus dem vor- und nachgelagerten Bereich, die sich mit der Schweinehaltung beschäftigen und die Diskussion mit den Landwirten suchen. Und wir sind ganz sicher, dass wir heute am Schluss der Veranstaltung etliche gute Beratungsempfehlungen mitgeben können, um damit in den Betrieben dann auch die Tierhaltung und insbesondere die Schweinehaltung weiter zu fördern. Also alles in allem ein runder Tag und Sie können alle gespannt sein, was hier letztendlich an Empfehlungen herauskommt. Vielen Dank.